Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Ohne Corona hätte ich wahrscheinlich keine Zeit. Also, das muss ich mir jetzt doch alles durch den Kopf gehen lassen. Das ist etwas schwer jetzt. Auf jeden Fall, bei diesem Korpus, bei diesem Werkzeug, Kästchen, Kasten, Schrank für die Tischler, Schreiner, normal ist es ja auch so, dass die aufrechten Häupter durchgehen. Das ist aber nicht immer der Fall, sondern wenn hier viel Gewicht aufliegt, ist es gut, wenn die Schwalben diesen Zug aushalten. Dann macht man es so, also wie eine Lade. Bei einer Lade würde auch hier der Zug sein. Wenn ich jetzt einen größeren Kasten bauen würde, der unten aufsteht auf einem Sockel, könnte ich es anders machen. Dann könnte ich diese Teile hier durchgehen lassen. Also das muss man immer abwägen, was man macht. Ich zeige euch das kurz, dass ihr wisst, was ich meine. Durch diese Schwalbenverkeilung hier hält es den Zug nach oben aus. Daher habe ich die Verbindungen so gewählt, dass es so viel aushält. Denn es hängt hier oben und hier unten liegt das ganze Gewicht auf, das darin dann beladen wird in diesem Werkzeugschrank. Das habe ich jetzt einmal heruntergehobelt. Nur hineingelegt. Also gehen wir es an. Jetzt werde ich hier anreißen die Schwalbenschwanzzinken, werde dann ausschneiden, übertragen und dann ist der untere Teil fertig. Ich werde hierbei keine Rechnung machen, das werde ich wieder nach Gefühl machen und bei den Laden werde ich wieder rechnen wie ein Rechenweltmeister. Jetzt passiert eigentlich dasselbe wie beim Korpus. Ich reiße mir hier die Materialstärke an. Jetzt habe ich mir das aufgerechnet. Ich habe gesagt, ich mache es nicht durchgehend, also ich dividiere mir das einfach auf 3,6, aber das ist jetzt brettabhängig, natürlich. Und hier bleiben 3,5 über. Halbwegs genau erwischt. Jetzt überwinkle ich mir das, wo ich schneiden muss. Auf der Außenseite überwinkle ich das. Da, wo ich es sehe. Jetzt schneide und stemme ich das mal aus. So, das ist jetzt ausgestemmt. Muss ich mir wieder mit dem Streichmaß anreißen. Kontrolle Tischlerdreieck, passt. Überwinkeln und wieder schneiden und dann stemmen. So, die Zinken sind geschnitten. Jetzt versuchen wir das Ganze zum Leimen. Naja, ohne Leim, Leimen ist auch so eine Sache. Die Kuh, die ist ein Wiederkäuer. Sie zahlt trotzdem nur einmal Mehrwertsteuer. Ich frage dich. Winkelkontrolle. Passt. Die Kuh, die hat da brauchbare Haut. Die Kuh, die gibt da immer a Milch und das ist gut vor die Brote auf den Strich. Hier wollte es nicht ganz zusammengehen. Jetzt habe ich bei der Zwinge ein kleines Backel beigelegt und jetzt presst mir das perfekt hier an. Der Winkelkontrolle passt auch ganz genau und auf der anderen Seite dasselbe. Jetzt habe ich mich doch für 3 Laden entschieden, denn bei 4 bringe ich ja nichts Langes hinein, habe ich mir gedacht. Jetzt mache ich 2 15er Laden und in der Mitte bleibt ca. 30 über. Ich werde aber 2 Stützen hineingeben, damit mir das nicht durchhängt. Zuerst habe ich gedacht, die Laden halten das, aber wenn dann oben viel Gewicht ist, gehen die Laden schwer heraus. Jetzt reiße ich mir hier an, wo quasi die Lamellos gehen, denn mehr wie ein Lamello muss ich da wirklich nicht geben. Muss ich natürlich auf derselben Seite das Lamello geben. Und hier habe ich eine Breite von 18, von hinten 18 nach vorn messen, damit ich genau auf 0 ansetzen kann. Denn ich gehe nicht mit dem Teil bis nach vor, ich springe einen Zentimeter zurück. Das habe ich schon ausgespannt, wie ihr sehen könnt, und geschliffen. Das Holz ist zu dünn. Wenn ich so fräsen würde, würde ich oben drüber fräsen. Jetzt lege ich mir unten eine 4 mm Faserplatte bei, spanne das Ganze nieder. So kann ich das jetzt gut fräsen. Und jetzt kann ich das hier unten
mit diesen Zehnerlamellos. Gut fixieren. Dann mache ich noch eine Kontrolle, ob das mit dem Winkel auch passt. Passt. So. Hier habe ich 16,5 und so habe ich 16,5. Kann ich das so leimen, wenn ein Leim drinnen wäre. Das passt so genau. 3 mm springt das zurück. Hier ein Backel drauf und hier. Und hier noch. So, jetzt ist das verleimt. Hier alles schön. Und hier. Ich hätte hier seitlich Schrauben geben wollen, dass sich das nach außen drückt. Aber wie man sehen kann, das ist hundertprozentig dicht, auch hier. Jetzt wische ich den Leim noch weg. So, hier war zuerst war mein Plan eine halbverdeckte. Das werde ich, glaube ich, noch machen. Diese zwei kleinen Laden werden die Zinken vorne auf Sicht sein. Und hier werde ich halbverdeckt machen. Jetzt messe ich mir das aus und dann schneide ich alles zu und dann geht's los mit den Laden. Die zwei kleinen Laden habe ich jetzt fertig gezinkt. Die sind mir eigentlich meiner Meinung nach schon perfekt gelungen. Wenn da jetzt Druck drauf kommt von den Zwingen, sind die eigentlich dicht. Jetzt ist noch die eine große Lade in der Mitte an der Reihe. Anriss genauso wie beim Korpus, Teil 1 von dieser Serie. Und somit brauche ich das nicht mehr zeigen. Ist sowieso verwirrend. Immer an Milch und das ist gut vor dem Brot auf den Strich. Wenn ich alles eingeschnitten habe, setze ich mich her und gehe genau unten an den Strich. Denn der Ritzer ist so fein, dass ich ihn kaum sehe. Und wenn ich das so mache, komme ich wirklich ganz genau hin. Und das wird eine perfekte Verzinkung. Jetzt zeige ich euch eine Seite von der halbverdeckten, wie ich das mache. Und hier kann ich jetzt natürlich nicht ganz hineinschneiden, weil sie halbverdeckte sind. Jetzt kann man sich die ganz dünne Ziegelinge nehmen und kann das nach unten schlagen. Wenn man die halbverdeckten Schwalbenschwanzzinken geschnitten hat, kann man auch mit einer Ziegelinge quasi die Ecken rausschlagen. Das geht einigermaßen gut, mit Gefühl. Ich mache das aber nicht, aber diese Möglichkeit besteht. Ich mache das nicht, ich stemme ganz normal nach unten und kratze das dann fein aus. Hier kann man gleich die ganze Platte heraus, weil man von der anderen Seite sowieso nicht kann. So habe ich das jetzt ausgestemmt. Diesen einen werden wir gemeinsam noch fertig stemmen. Wenn man mit der Ziegelinge herunter schlägt, muss man das trotzdem nachputzen. Also ist es gleich sinnvoller, man macht es gar nicht. Jetzt schlage ich hier nach dem Strich einmal drauf nur und dann unterstemme ich das ein ganz klein wenig, damit es ja nichts im Wege ist. Und dann wichtig, wenn man das jetzt raushebelt, nicht runterdrücken, sonst verletzt man sich diese Kante. Mit der ganzen Hand nach oben drücken, dann holt man sich diesen Mist heraus und dann kratzt man hier diese Ecke sauber, wo man nicht hingekommen ist vorher, beim Schneiden quasi. Und hier dasselbe.
Und wenn man das hat, kann man schon damit anfangen, Gegenstücke anzuzeichnen. Jetzt kommt das hierher, genau auf den Strich. So, jetzt zeichne ich das an. Und wenn man alle angezeichnet hat, wieder einspannen, anzeichnen und schneiden. Und nach dem Schneiden wird wieder gestemmt. Alle Laden sind gezinkt und jetzt muss man bei den hinteren das absetzen, da ja hinten der Boden eingeschoben wird, dass die Rückwand, also der Boden, hier herinnen läuft, damit man das seitlich nicht sieht. Und die seitlichen und die Blende vorne gehört genutet. Das mache ich alles mit der Kreissäge. Rundherum schneiden, aber das wird man dann erkennen. Das ist eigentlich auch dasselbe wie beim Korpus bei Teil 1. Es wiederholt sich immer alles. Es ist eigentlich immer alles wie in Teil 1. Es ist deprimierend. Jetzt will ich eine verdeckte Nut schneiden. Da muss ich natürlich den Spaltteil demontieren. Jetzt musste ich auch ein anderes Kreissägeblatt hineingeben, denn das andere war zu groß. Dann hätte ich keine Nut geschnitten, sondern ich hätte die Breite weggeschnitten. Also daher ein kleineres Blatt. Da ist jetzt auch gut immer das Winkelzeichen. Jetzt sehe ich genau, wo innen ist, wo die Nut hingehört und wo unten ist. Denn das Tischlerzeichen ist immer oben. Ein bisschen weniger. Die Kuh gibt da immer Milch und das ist gut vor die Brote auf den Strich. Fachgerechte Verleimung einer Zinkenlade. Man sollte eine gerade Fläche haben. Innenseite habe ich geschliffen. Die Nut habe ich Kanten gebrochen mit dem Schleifpapier, damit später keine Späne oder keine Fasern wegstehen. Und dass die Bodenplatte besser hineinrutscht. Jetzt nehme ich mir die Leimtube, lege mir das aber zusammen. Die Markierungen oben sind ja noch bestehend, also das Tischlerdreieck. Die Kuh, die ist ein lila beim Billa, doch in meinem Gulasch, da ist sie braun. Ich frage euch, ist das denn noch normal? Ich sage, mal grob wegwischen. So. Jetzt stelle ich es nach unten, mit der Seite, die unten ist, später nach unten. Hier Druck. Schauen, dass ich neben dem Backeln bin. Hier dasselbe. Also, dass ich neben, wenn das hier wäre, wäre das ungünstig, so ist es besser. Alles Zwinger zurückdrehen, dass man ordentlich anziehen kann. Na. Die Kuh, die wird mit dem LKW transportiert. Sie ist ganz locker, ob sie wieder nicht geniert. Ich frage dich, ist das denn noch normal? Ich sage. Jetzt messe ich natürlich die Diagonale. Hier habe ich 22,9. Hier habe ich 23,2. Dort, wo man mehr hat, muss man jetzt Druck geben. Jetzt schaue ich nochmal. Jetzt habe ich 2, 9, noch ein wenig. So. 23. Sollte hier auch 23 haben, glaube ich. Genau. 23. Jetzt bin ich genau im Winkel. Und jetzt sehe ich aber, dass ich hier nicht unten aufstehe. Hier liegt es nicht auf. Jetzt werde ich hier eine Zwinge geben. So.
Jetzt liegt die Lade überall auf. Ich habe es mit der Zwinge nach unten gezogen. Jetzt noch Stemmeisen in den Fugen innen, also in den Ecken innen, den Leim noch weg. Jetzt lassen wir die Lade eine Weile trocknen und dann werden wir sie einpassen. Einpassen heißt, dass es ohne Luft, also ohne merkbare Luft hier hereingeht. Es ist wichtig bei einer Lade, egal wo man andrückt, rechts oder links oder in der Mitte, sie muss immer hineingehen. Also sie darf nicht zwickern. Ein wenig, also wenn es dann geölt ist und ein wenig gewachselt, geht es noch leichter. Aber hier bei dieser Lade habe ich zu viel weggeschliffen. Da kann man sehen, das geht nur, wenn ich mittig andrücke. Und hier geht es egal wo. Das ist wichtig und das werden wir dann machen. Ansonsten muss man das Ganze zum Grillen nehmen. Lassen wir das trocknen. Trocknen ist am schnellsten, geht trocknen so. Die warme Luft ist wichtig. Die Lade ist ausgespannt. Das hat jetzt trocknen können über Nacht. Heute ist ein neuer Tag, das seht ihr wieder nicht. Vorher ist es immer derselbe Tag. Für mich ist es ein komplett anderer Tag. So, jetzt schleifen. Man muss aufpassen, nicht zu viel wegschleifen. Also am besten, man schleift es sowieso mit der Hand, wenn man mit der Maschine nicht so viel Gefühl hat. Ob ich viel Gefühl mit der Maschine habe, wird sich jetzt gleich herausstellen. Gehört noch was weg. Jetzt schaue ich mir die Seite an, die mir am wenigsten gefällt. Wenn es dann schon etwas knapper wird, dann nur noch antasten mit der Hand. Also mit dem Handschleifbackel. Das handelt sich oft nur um ein tausendstel Grillimeter. So passt das jetzt. Es ist nur, wenn es dann geölt ist, rutscht das wieder. So. Und jetzt schleife ich noch die Vorderseite. Perfekte Oberfläche, perfekte Verbindung. Ich will mir jetzt fürs Innenleben quasi die Böden hier einleimen, also einschieben, aber zuerst muss ich sie zusammenleimen. Und ich habe so Reste, die sind aber nicht abgerichtet, die sind nur Sägeschnitt und passt nicht zusammen. Und das kann man auch ohne Hobelmaschine. Ich hoffe, man kann hier sehen, wie viel Luft hier ist. Wenn ich mir das so in die Hobelbank einspanne und fahre hier mit dem Putzhobel zwei, dreimal drüber, ist das dicht. Das werden wir jetzt machen. So, da spanne ich mir jetzt, so gehört es zusammen, habe mir schon das Tischlerdreieck drauf gemacht. Okay. Ich muss anders hobeln, hier war ich gegen die Faser. Und jetzt passt das ganz genau zusammen. Das ist dichter wie dicht. Ja, warum ist das jetzt so dicht? Wenn ich jetzt hier schief hoble, mit der Hand, wird das an beiden Seiten gleich schief und wenn ich das zusammensetze, passt eine Schräge auf die andere. Ich hoffe, das habe ich verständlich erklärt. Ich leime das jetzt auf jeden Fall zusammen. Das brauche ich euch nicht mehr zeigen. Das habt ihr schon x-mal gesehen und ich werde mir auch in der Zwischenzeit Leistenrichter für die Winkel aufhängen und Schraubendreher und Hobelstämmen, Maschineneisen und dann werden wir zuschneiden, montieren. Die Fetzen werden fliegen. Halt, stopp! Ich will euch doch noch was zeigen, wie man das auch verleimen kann. Hier sollte eine Gerade sein, das nehme ich mir als Unterlage. Hier spanne ich mir was her und hier, dass es fix ist oder stabil. Dann leime ich mir die zwei Teile hier an. Dann lege ich mir das hier her. Der Leim ist jetzt auf meinem Papier, jetzt kann ich den Tisch nicht schmutzig machen. Und jetzt lege ich das hier her und will natürlich hier Druck aufbringen. Dazu nehme ich zwei Keile. So, und ein Boden ist schon eingespannt. Der Leim ist getrocknet, ich habe alles zugeschnitten. Jetzt werden wir eine Faser anfräsen, damit es in die Nut hineingeht. Kontrolle. Geht streng hinein. Es wird ja noch geschliffen, dann sollte es passen. So, jetzt haben die hinten einen Falt. Jetzt geht es noch nicht hinein in die Nut, aber dann nach dem Schleifen sind sie etwas dünner und das ist genau das, was sie brauchen, wie beim Kochen. Kanten brechen ist wichtig. Dann rutscht es auch leichter hinein. So. Und jetzt
sollte das in die Nut hineingehen. Jetzt haben wir einen Holzboden drinnen. Hinten schaut es vor. Das kann ich dann nachhobeln, dass es vorne schön bündig aufliegt. Das ist quasi mein Tiefenbegrenzer, mein Tiefenstopp. Man kann sich natürlich hinten auch eine Leiste hingeben oder was weiß ich was. Aber mit diesem System hier funktioniert das super. Hinten hätte ich gar keine Nut nicht fräsen müssen, sehe ich gerade. Aber ist ja egal. Ein Schraube in der Mitte sollte eigentlich reichen. Ein Nagel wäre natürlich viel schöner, aber wenn man irgendwas reparieren muss oder wechseln muss, komplett massiv, also ohne Faserplatte oder dergleichen der Boden. Nächste Lade. Bevor die Brote aufstrieb. Das Öl ist jetzt trocken, jetzt kann ich den Kasten an die Wand hängen und dann das Innenleben montieren. Hier habe ich zwei so Winkel noch. Ich will das nach oben, also an den Korpus anschrauben mit 3,5-20er Schrauben und hier an die Unterkonstruktion, also durch diese Wand durch, hinten an die Staffel anschrauben mit 6x80 Tellerkopfschrauben. Diese Bohrungen sind aber hier nur 4,5 mm. Somit heißt der erste Arbeitsschritt, diese Löcher größer bohren. Wie bohrt man Löcher größer? Eine Frage an euch, wer weiß die Antwort? Ich sage es nicht, ihr werdet es gleich sehen. Einige von euch werden es gleich erraten haben. Wir bohren das Loch natürlich, also die drei Löcher. Ich halte das mit einer Zange. Wenn man das mit den Händen hält, kann es schnell passieren, dass sich das dreht und man verletzt sich. Also immer halten, dass man eine ordentliche Hebelwirkung quasi hat, das Teil niederzuhalten. Und normal setzt man auch eine Brille auf, aber ich mache die Augen zu, so halb zu. Beim Bohren ist natürlich hinten ein Grat entstanden. Den feile ich schnell weg. Und jetzt nehme ich diese 3,5-20er Schrauben und schraube hier diese Winkel, also diesen einen Winkel hier an. Jetzt bohre ich auch vor, aber mit einem kleinen Bohrer. So, und von hinten bohre ich jetzt mit einem großen vor. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt natürlich an die Wand. Hier geht eine Staffel und bei diesem Stoß geht eine Staffel. Jetzt habe ich aber hier eine 8 mm Rückwand nur und hier ist 12 mm Vorstand. Also der Korpus springt hier 12 mm nach vor, weil ich das eingenuttet habe. Wenn ich jetzt schrauben würde, würde ich die Rückwand verziehen, eventuell würde sie brechen. Daher sehe ich ja hier jetzt genau, wo meine Schrauben durchgehen und ich werde hier einfach ein Holzbackel, das genauso breit ist wie das hier, also dass ich bündig bin, werde ich eines so leimen und eines hier herüben. Jetzt sieht die Welt natürlich gleich anders aus. Jetzt hält das. Jetzt habe ich mir das hier hergestellt, dass der Schrank etwas höher hängt, dass er mich beim Arbeiten nicht stört. Hier gehe ich jetzt bündig. Ich will ja diese Wand eventuell wegnehmen können, wenn ich zum Strom muss. Und die Wasserwaage sagt mir, dass wir 100% in der Waage sind. Sowas sehe ich natürlich gern. Die Kuh, die produziert Methan. Ich habe die Unterkonstruktion erwischt. Wenn sie lässt einen fahren. Hier bin ich nur in den MDF-Platten drinnen, also in der Wand. Hier habe ich keine Unterkonstruktion, was ich so spüre beim Schrauben. Aber es wird trotzdem halten. Hier unten ist jetzt durch das Anschrauben oben ein 2-3 mm Luft, aber wenn das Gewicht und die Tür drinnen sind, drückt sich das sowieso nach hinten. Ich frage dich, Nadja, ist das eine Kerze? Hier habe ich die Staffel erwischt. Und sie sagt, rap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 
dieses bisschen Luft. Auf der anderen Seite ist nichts. Falls ich dann später sehe, dass die Türen nicht schließen, weil der Korpus verzogen ist, werde ich eventuell oben Schrauben lockern oder hier unten beilegen und Leim geben, dass das Beigelegte nicht wegfällt, also nicht herunterfahren kann. Die Laden habe ich noch kein zweites Mal gestrichen. Ich will mir hier anschauen, wie sich das mit dem Öl verhalten hat, denn ich habe das sehr genau eingepasst. Und jetzt will ich schauen, linke Lade. Hier unten streift sie ein wenig, schleife ich weg. Hier fahre ich auch einmal, denn das Öl, was raufkommt, braucht ja auch wieder ein wenig Platz. Die Kuh, die hat da brauchbare Haut. Die Kuh, die gibt da immer a Milch und das ist gut, bevor die Brote aufstrich. Ein wenig noch in der Tiefe, in der Höhe. Hier muss ich in der Breite was weg. Hier habe ich mir einfach ein Schleifpapier niedergespannt mit Zwingen. Und wenn das jetzt passt, dann kann ich es natürlich ölen. Also fertig schleifen und ölen.